Weißt du, wir sind jetzt hier in den Medienparks in Köln und warten auf den Einlass zur Sendung Zu viel zu bieten. Das ist sozusagen ein aufgemotztes Bares für Rares und mal sehen, wie es wird. Ich war auch mal bei Harald Schmidt im Publikum, wollte ich mir einfach mal antun. Hätte sogar fast mal eine Einladung bekommen von Raab TV. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls saß ich da bei Viel zu bieten. Das ist die neue Show auf ZDF Neo. Dort werden Sachen angeboten, die von der Jury nicht nur bewertet werden, sondern eben auch von der Jury gekauft werden können. Das kann aber eben nicht nur ein Gegenstand sein, das kann auch sein eine Performance. Jemand, der singt, kann sich dort auch anbieten für eine Show. Es gibt also wirklich ein bisschen zum Rasenmäher oder zu einem Stück Möbel, wird dort alles Mögliche angeboten. In dieser Show kann jeder alles verkaufen. Antikes, Skurriles oder künstlerische Darbietungen. Und die Jury ist sehr, wie soll man sagen, breit gefächert von ihrem Background her. Und ja, wir können hier mal reingucken, was da so alles angeboten wird und wer da so alles in der Regie. Wir können ja mal gucken, wer da so alles in der Jury sitzt. Linus Böttgen. Der Entertainer betreibt 3 Trödelläden in Köln und ist deutschlandweit auf der Suche nach Talenten. An schönen Dingen kann ich einfach nicht vorbeigehen. Boris Schnitzler aus Grevenbruch ist Trödelprofi und Technikfreak. In seinen Adern fließt Strom. Am liebsten kaufe ich Sachen, die einen Stecker haben. Marcel Struck. Der Möbelsammler und Industriedesigner aus Köln stattet Läden und Restaurants aus. Er ist der Mann mit dem Pokerface. Ich bin hart, aber herzlich. Gewandmeisterin Alexandra Brandner stattet große Theater- und Filmproduktionen aus und liebt alles, was eine Geschichte hat. Bei mir muss es glitzern und funkeln. Wer hat unseren Händlern heute viel zu bieten? Jetzt kommen wir mal zu den Kandidaten. Die Show ist so aufgebaut, dass an einem Tag wurden da 6, 7, 8 Kandidaten aufgenommen pro Durchlauf. Es gab 2 Durchläufe am Tag. Und dann werden diese einzelnen Kandidaten auf die Folgen verstreut gesendet. Das heißt, ich werde jetzt also nie alle, die an dem Tag was verkauft haben, als ich da war, in einer Folge sehen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3, 4 entdeckt und werde jetzt mal ein paar Ausschnitte zeigen von denen, die ich tatsächlich live mitbekommen habe, wo man mich bei dem einen oder anderen lustig im Hintergrund klatschen oder zuschauen sieht. Das ist auch eine anstrengende Geschichte, jemandem beim Zuschauen zuzuschauen. Also, strengt euch an. Der ehemalige Küchenchef Horst möchte etwas für Feinschmecker verkaufen. Ich habe eine Espressomaschine mitgebracht und hoffe, 100 Euro zu erzielen. Das Modell Francis der Kaffee-Traditionsmarke Illy wurde von dem Italiener Luca Trazzi designt. Für diese gebrauchte Maschine werden Preise zwischen 150 und 250 Euro erzielt. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin der Horst Schmidt und komme aus Versmold. Eine Siebträgermaschine. In Italien hat man sowas. Ja, komm auch mal dazu. Warum die Cantuccino habe ich mitgebracht. Ich habe gedacht, zum Anfüttern, vielleicht läuft es ein bisschen besser. Aber Neupreis liegt heute noch so zwischen 350 und 400 Euro. Und die ist ungefähr 8 Jahre alt. Das war der Neupreis. Hast du denn einen Preis, den du jetzt haben möchtest? Ich habe mir gedacht, 180 Euro. Ich würde mal mit einem Gebot von 50 Euro starten. 50 Euro wäre ich bereit zu zahlen.
Mit Kiste 115? Ich biete 120. Oh. Mit Kiste? Nee, die Kiste brauche ich nicht. Ich brauche die mal Kaffeemaschine. Aber dann, ja, dann möchte ich gerne, dass er nichts von ihm zu essen bekommt. Würden Sie für 120 verkaufen? Ja. Ich biete 130. Hast du das gehört? Nee, ist jetzt 130. 130, machen wir. Er hat gesagt ja. Ich habe gesagt 130. Ja, zu 130 hat er ja gesagt. Können wir abstimmen? Haben Sie jetzt zu 120 oder zu 130 ja gesagt? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe gesagt, Sie hatten gesagt 120. Und da bin ich ganz ehrlich, und da habe ich ja gesagt. Und da stehe ich auch. Und in dem Moment... Machen Sie das? Nein, und in dem Moment, wo ich ja gesagt habe, haben Sie gesagt 130. Aber da war ich so... Da machen wir jetzt Folgendes. Ja. Ich gebe Ihnen 125, weil Sie so nett sind. Du kriegst ein Paket Plätzchen und ich habe eine schöne Maschine. Ja. Also auf den ersten Blick bei der Kaffeemaschine, bei der Espressomaschine, dachte ich, mein Gott, sieht genauso aus wie die, die es gerade bei Aldi gibt für 59 Euro oder so. Aber es ist ja eine Illy-Maschine. Also das ist schon wahrscheinlich eher eine bessere Maschine. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass da jemand noch ein bisschen mehr geboten hat. Und jetzt kommt Dean Martin. Ich habe heute Folgendes zu bieten. Ich bin Sänger und Stimmimitator und möchte heute etwas von Dean Martin vortragen. Das ist mein Schwerpunkt. Ich biete das von ab 150 Euro mit 3 Liedern und nach oben ist Luft offen für eine ganze abendfüllende Show. Und du hast uns was zu trinken mitgebracht. Ja, Whisky ist immer gut. Und zwar möchte ich heute was von Dean Martin vortragen. Der brauchte ja für seine Gesangseinlagen immer den Whisky, den obligatorischen. Dean Martin ist dein Lieblingssänger oder kannst du noch andere Sänger interpretieren? Ich mache andere Sachen. Also ich bin vom Stimmenimitieren früher, also auch Familienfeiern. Dann machst du erstmal den Dean, oder? Ja. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Und wenn du jetzt für 50 Euro am Abend für mich spielst, bist du sofort gebucht. Das kriegen wir leider nicht hin, denn trotz deines großen Lobs weiß ich ja inzwischen auch so ein bisschen, was ich wert bin. Okay. Und da kommen wir mit 50 Euro nicht hin. Was stellst du dir vor, was wünschst du dir oder was hättest du gerne, wenn du auftrittst? Ja, so eine Halbstundenshow liegt dann bei 750 Euro. Aber ganz ehrlich, ich habe ganz vergessen, wo kommst du noch mal her? Aus Ganakesee, das ist in der Nähe von Bremen. Okay, in der Nähe von Bremen. Also wenn ich ein Hotel bezahle und die Anreise bezahle, bin ich mit einer halben Stunde nicht zufrieden. Dann brauche ich eine abendfüllende Show und die würde dann wo liegen? Die liegt dann halt praktisch bei 1,8. Mit Übernachtung und Anreise? Ja. Inklusive? Ja. Okay. Also mir fällt jetzt direkt nichts ein, aber die Visitenkarte würde ich gerne nehmen von dir. Ich mir ja auch. Ganz, ganz. Falls irgendwie mal eine Geschichte entsteht. 1200 Euro. Das heißt, das wäre inklusive. Ja, ich sage dir, wenn ich etwas Adäquates finde, ja, du hinterlässt bitte nachher deine Visitenkarte, deine Kontakte, dann sage ich, dafür ist das gestempelt. Super, dann sage ich vielen Dank. Danke. Fand ich gut. Fand ich wirklich großartig. Wenn du die Stimme vorher hörst, diese helle Stimme, und dann kommt hätte ich nicht gedacht, dass das so gut hinkriegt. Echt. Hat man die Stimme gehört, habe ich gesagt, das kriegt er doch nicht hin. Ja, genau. Mr. Dean Martin fand ich jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Ich glaube, der Charme und Esprit, den dieser Herr versprüht hat, war, sagen wir mal so, hielt sich in Grenzen. Aber man hat seine Sache ja ganz gut gemacht. Aber interessant und lustig fand ich, dass der viel mehr erzählt hat und viel mehr Späßchen gemacht hat und vor allem imitiert. Da hat Hans Moser imitiert und Hans Erhardt imitiert. Und das hat er wirklich ganz gut gemacht, aber davon sieht man gar nichts. Ich glaube, also die Zeit, die dieser Dean Martin Imitator da war, das war bestimmt locker eine halbe Stunde und da bleiben gerade mal so 3 Minuten oder was übrig. Und das waren leider nicht die interessantesten 3 Minuten. Na gut, er hat ja seinen Geschäftserfolg, seinen Geschäftsabschluss da machen können. Gut, wer ihn dann bucht, der kann ja dann selber beurteilen, wie er ihn als Dean Martin findet. Das war's für heute. Es gab viel zu bieten und ich hoffe, ihr schaut mal rein bei ZDF Neo. Lohnt sich. Vielleicht kann ich den Satz auch nochmal ohne L sagen. Aber jetzt habe ich es schon gesagt. Le jour et un mari pour la nuit, j'ai un amant pour l'amour et un mari.
Je suis fidèle la nuit, ma vie se passe toujours au ciel de lit.